Und herzlich willkommen zurück. So, gehen wir mal wieder hier eine Ebene zurück. Ja, Level 70 schaffen wir noch nicht. Wir können jetzt natürlich auch anfangen, hier die Upgrades zu benutzen. Upgrades, ne? Genau. Skills. Skills hieß die Dinger, ja. Upgrades waren ja die Dinger hier. So, Level 2. Ist ja schon fast ein Upgrade. Alle die sogar. Alter, hier diese Sprünge immer zwischendrin, ne? Diese Crit-Treffer, Alter, die sind ja richtig kritisch. Ach komm, ich schaffe mal noch locker. Hallo, was ist denn hier los? Bisschen nachhelfen. Von wegen welche Skills, also da brauchst du keine Skills, außer vielleicht Skills in den Fingern. Oh, mir fällt gleich der Finger ab. Ja, das schaffen wir locker. Komm. Was? schönes Ding, du. Rechner direkt kaputt. Digga. Was hast du? Alter. Next Level mit einmal? Nicht schlecht. Not bad. Not bad. Not bad. So. Ja, da ist nichts, da auch nichts. So, und 3,2 E5 10. Das kann man ein bisschen. Na, obwohl, ja, komm, wie das. Ne, wie viel? Was? 3, okay, da dauert noch ein bisschen. Ich hatte gerade 1,3, da hätten wir es jetzt schon gehabt, aber. Hä? Moment mal. Ja, das geht doch. Gleich geschafft, ist doch easy. Ja, lecko mio. Rocken Maus, ja, das Gefühl habe ich auch gerade. Ich meine, gut, der wird jetzt wahrscheinlich deswegen, weil ja auch die Dinger hier, ne, aber trotzdem. Meine Maus ist so broken, die ist quasi schon Rolling Stone. Rollt mir den Tisch runter. So. Hier oben können wir die eigentlich alle auf Level 75 schieben. Ich mach mal erstmal King Medias, mal gucken. Siehst du, das ist nämlich auch schon ganz schön teuer. Wie viel bringst du denn? Goldform bei 50? Doch, das lohnt sich auf jeden Fall. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Das können wir locker machen. Lockerst! Wie viel? Ach, schon wieder 3,2 E15. Was ist denn los? Die Zahl kennen wir doch irgendwo her. Na komm. Mache er hinne. Danke, danke. So, können wir jetzt die anderen auch definitiv auf Level 50 heben? 75? Ja, ja, ja. So. Ein Schaden. Mann, Alter. Ein Schaden. Alles useless. Oh. Sagte er und wunderte sich. Oh. Ah. Oh, okay. Das ändert die Sache natürlich durchaus. Und finde ich ganz geil. Nochmal Crit-Schaden ordentlich erhöht. Was ist denn hier eigentlich? Habe ich dich ausgelassen? Lol. Machen wir so. Danke. Click-Damage. Hm. 4E15. Ja, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, Goldkiste. Buja. Kaufen wir hier unten nochmal. Oh, Alter! Ja, sorry mal zu, ne? Wir überspringen nicht mal kurz. Oh, Alter, der Anstieg gleich direkt hier, Alter. Not bad. Das ist echt nicht schlecht, du. Das ist echt nicht von schlechten Eltern hier. Das ist. Nicht schlecht. So. Jeffrey. Achso, Jeffrey. Hab gerade Jeffrey gelesen, weil ich im Kopf auch irgendwie gerade direkt an Jeffrey gedacht habe. Wie in dem GTA Let's Play. Oh. Alter, ich. Egal. Die Bosse gewesen sind gut Geld. Wenn ich damit ein bisschen beim Boss hängen bleibe, ist nicht so schlimm. Aber wir gehen trotzdem weiter. So, damit ist Ammenhop. Den Typ, den wir auf Level 150 schießen müssen. Auch schon fast. Also auch in unserem Team mittlerweile.
können wir ja bald tatsächlich schon unsere erste Sendchen machen, Alter. Holy shit. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Mal gucken, wie lange wir die Sendchen überhaupt laufen lassen. Vor allem bin ich mal gespannt, wie viele Sendchen wir brauchen bis zur ersten Trans-Sendchen. Weil ich habe, wie gesagt, bevor ich jetzt mit dem Let's Play angefangen hatte, habe ich privat auch noch mal ein bisschen rumgespielt mit der neuen Version 1.12 und habe einfach mal auch zum Testen auch mal einen neuen Speicherstand angelegt und quasi auch nochmal direkt von Null begonnen. Und bei dem Speicherstand habe ich es tatsächlich sogar geschafft, direkt nach der zweiten Ascension zu transzenden. Da kam ich bei der ersten Ascension, Wobei, halt, lüge ich jetzt gerade? Waren es 2 Ascension oder 3 Ascension? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, doch, bei der ersten Ascension, da habe ich bis Level 130 gespielt. Nee, stimmt gar nicht. Nee, doch, genau. Nee, bei der ersten Ascension habe ich bis Level 170 gespielt. Hat eine Weile gedauert. Aber ich habe halt einfach im Hintergrund laufen lassen. Ich habe halt Filme geguckt und ne, währenddessen hat er halt, ne? Ja, und bei der zweiten Ascension kam ich dann direkt bis Level über 100. Nein, bis Level über 300 und ja, hab dann quasi auch direkt das genutzt, um dann direkt zu transzenden. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, auch da hatte ich natürlich hier eine Hilfe durch den Clan. Allerdings dafür keine Rubies. Also ich war sogar schlechter aufgestellt, als wir jetzt aufgestellt sind. Und hat es trotzdem direkt in der zweiten Ascension geschafft zu transzenden. Also, stehen die Sterne gar nicht mal so schlecht. 4E14, mache ich das oder level ich ihn erstmal hoch? 3E16. Ha. Das ist eine gute Frage. Ach komm. So. Ist das? Das können wir hier sowieso ein Level kaufen. Easy. So. Wie sieht's denn hier aus? Ich kann mal 5 Level drauf zupacken und nochmal 10 Level auf Bonus. Dann hieven wir die mal alle auf ein ordentliches Level. Wobei die oben sind alle fertig jetzt mittlerweile, richtig? Habe ich irgendwas ausgelassen? Nö. Okay, dann kommst du auf 125, du kommst auch auf. Nee, zu teuer. Schade. Golden Klicks. Na gut, das ist alles Schwachsinn hier. Was bist du? Ah. Kritischer Treffer. Schaden. Gedings. Oh, hier auch nochmal. Noch bei 3%, hier auch nochmal bei 3. Ah nee, das ist der Multiplayer. Multiplayer. Aber den Deboss schaffen wir locker ab, Alter. Lassen wir erstmal. Ich will erstmal dich hier haben. Achso, wollte noch mal ein paar Level hier. Ach, scheiße. Gut, dann warten wir erstmal noch ein bisschen. Dann will ich tatsächlich doch erstmal dich hier ein bisschen erhöhen, damit wir hier ein bisschen mehr, ne, ein bisschen schneller zu Butter kommen. Dann können wir direkt noch ein Level kaufen. Sehr schön. Armin Hopp, lassen wir erstmal auf Level 10. Masu, was bietest du mir an im Tausch gegen dein Leben? Wow, nur Eigenstärke. Das ist ein Träumchen. Was? Achso, so heißt das Ding. Alles gut. Danke. Ach, scheiße. Ah, danke. Perfekt. So, haben wir jetzt ordentlich Crit-Schaden wieder. Gar nicht mal so schlecht. Können wir direkt nochmal ein Filmwitz kaufen? Ach, wir sind schon wieder beim Boss hier. Was ist hier los? Wundere mich gerade, warum es hier so langsam nur runter geht. Obwohl wir kaufen und kaufen und kaufen, trotzdem wird es nicht schneller, aber ja. War ja auch der Boss. Das war ja der Boss, war das ja. Hier, er war das ja, aber. Ey, wir haben noch nicht einmal die ganzen Skills hier eingesetzt. Wir sind hier gerade schon wieder am Dauerzerficken. Und das, obwohl es gerade mal die erste Ascension ist. Das ist nicht schlecht, das ist echt nicht schlecht.
Not bad. Nein, ich habe ein Level zu viel gekauft. Das kann ich mir nicht verzeihen. Ah, oh, meine Eigenschaften. So, können wir gleich den nächsten Boss hier erledigen? Ah, Cognitive Reached 1E16. Was? Nee, Golka? Oder was DPS? Nee, es ist auch schon viel höher. Ach, es ist auch egal. Irgendwas mit 1E16. Was auch immer das war. Man wird es nie erfahren. So, 15. Hier haben wir auch direkt noch 15. Dann können wir hier direkt später nochmal 10 Level dazugeben. Dann passt das. Oh, DPS auf alle. Für alle. Oh, hier auch nochmal. Das ist sehr, sehr schön. Wieder ein paar gute Upgrades. Was bist du? Genau, du bist nur Elkschaden. Können wir hier mal ein paar bisschen kaufen hier. Ich bin schon wieder mit dem Boss. Weg da. Danke. So. Dum, 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 dum. Ach ja, ein bisschen gute Musik im Hintergrund zu haben, ist schon nicht schlecht. Ich muss jetzt für die Tage dann nochmal die Playlist ein bisschen erweitern. Weil es sind jetzt gerade 15 Lieder oder sowas. 17 Lieder. Ich glaube mal, die Playlist ist sogar schon fast durch. See you outside. Ach, da sind wir gerade. Naja, 6 Lieder kommen noch. Mal gucken. Ist auf jeden Fall bald zu Ende. So. Wir können einfach mal präventiv einfach mal alle einsetzen. Wobei ich damit lieber doch warten würde, bis wir hier unten bei den Guten sind. Hier bei Frostleaf. Weil ich weiß noch, der Sprung zu Frostleaf, der ist echt frostig. Also da brauchen wir definitiv. Und dann können wir da dann die ganzen Skills hier einsetzen. Dann schaffen wir den Sprung auch relativ easy. Ich glaube, das macht Sinn. Receiving Gold. 1E200. 1E200. E200 wäre geil. Ich bin gerade echt positiv begeistert, überrascht, gespannt. Naja, egal. Die Musik ist echt gar nicht so schlecht. Ich dachte, es wird eine einzige Katastrophe. Aber überhaupt gar nicht. So, null die Bohne. Gut, also jetzt muss man noch dazu sagen, ich persönlich bin einer, ich höre quasi alles, was irgendwie einigermaßen Melodie hat. Ich bin da an Musik relativ anspruchslos. Ne? Von daher... Aber trotzdem... Gut, also jetzt in eine Oper schleifen kann man mich nicht. Da fackel ich die gesamte Oper nieder. Oh mein Gott, Ronny droht mit Terrorismus. Ganz ehrlich, ja. In der Oper wird es eh zum Terroristen. Nee, aber wie gesagt, also ich höre nicht alles, aber immerhin vieles tatsächlich. Klar, ich habe natürlich auch eine... Präferenzen habe ich natürlich auch schon, ne? Also am liebsten höre ich halt Vocaloid Musik. Aber ich meine, bei Vocaloid Musik, da gibt es ja auch alles Mögliche. Da gibt es ja eben, Vocaloid Musik ist ja einfach nur ein ganz grober Oberbegriff. Da gibt es ja alles Mögliche als Unterkategorien. Da gibt es ja auch Rock, da gibt es Dubstep, da gibt es irgendwelche Balladen. Also. Eben. Und bei meiner Playlist, wo ich einfach mal so auf Doubt, ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Egal. Auf jeden Fall knapp 500 GB Vocaloid Musik. Also da ist echt alles mit dabei. Und da ist eigentlich nichts, wo ich sage, das ist jetzt so scheiße, das muss ich skippen. Von daher. So, können wir hier mal direkt auf Aphrodite wechseln? Macht das Sinn? Doch, komm hier. Und dann sind wir schon bei Level 95. Holy shit! Alter, wir haben
im Sechstel der Zeit, wir brauchen gerade mal 5 Sekunden von 30. Das ist ja hier ein Träumchen, ist das ja. Holy shit. Das schwerste Level war echt Level 35. Wir sollten mal die Levels ein bisschen umstrukturieren, ne? Erst kommt Level 1, dann kommt so eine, also quasi 1 bis Level 20. Dann kommt so Level 50 bis Level 100. Und dann geht's dann wieder los mit Level 21 bis Level, was auch immer ich gerade gesagt habe, Level 30 oder sowas. Level 50? Keine Ahnung. Oder die müssen einfach mal diese internen Formulare ein bisschen abändern. Da laufen deren mathematischen Funktionen nicht ganz rund. Ein bisschen Gamma-Korrektur durchführen oder sowas, keine Ahnung. Einmal mit Photoshop drüber gehen. Ja gut, aber wie gesagt, man muss auch schon dazu sagen, dass Juggernaut uns ganz schön den Arsch rettet. Weil wir haben jetzt fast die sechsfache Stärke. Mal 2. Also wir haben jetzt quasi die zwölffache Stärke von dem, was eigentlich normal vorgesehen wäre. Von daher ist es sowieso jetzt nicht unbedingt vergleichbar. So, können wir hier mal ein bisschen wieder ein paar Levels nachschustern. Armenhop kommt mal direkt auf Level 50 und die anderen auf Level 75. So, ein Schaden, ein... Alles noch spannend hier. Ah ja, Dark Ritual. Ritual. ja. Oh, das war gerade. Na egal. Machen wir einfach so hier. Bam. Aufnehmen nur einen Schaden. Ach man, oh. 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 We prepare the re-beginning. Starke Worte, mein Lieber, starke Worte. So, wie sieht's hier aus? DPS of... Ah, na dann auf jeden Fall. Immer her damit. Danke. Oh. Oh, super Klicks. Danke. So, wie sieht's bei dir aus? Ich mache erstmal auf Level 5. So, und dann... Ja. Danke. Danke. Einzig. Na, ein bisschen teuer vielleicht. Achso. Ja, unsere erste Evo Soul. Also, verdiente Evo Soul. Also, durch Kampf verdiente Evo Soul. Komm hier nochmal. Ach, das ist ja schon Grand. Als ich das Hoppe direkt Frost lief. Nice. So. Achso, ja komm. Ah, jetzt haben wir. Ja! Progression Mode! Nicey dicey. Sehr cool. Ab jetzt geht also aufwärts. Armenhop. Kann ich das direkt? 3. Obwohl doch, alles klar. Kein Problem. Ja. Ich sag dir, ich kann mich für fast alles begeistern. Das war mir einfach gerade ein bisschen zu abgespaced. Bringt alles nicht so viel. Die Frage ist, kommt denn dann noch ein Upgrade, was ein bisschen mehr bringt? Ich habe halt nicht alle Upgrades im Kopf, ne? Und das ist noch zu teuer. 2, 3, 2, Apfel. Ah, was siehst du? Wenn man vom Teufel spricht, dann bricht er sich ein Bein. Nee. Voll witzig und so. Ja. So, dann haben wir. Ach komm hier, leck mich. Danke. Hä? Achso. Ach, Level 100! Ah gut. Da kommt danach definitiv nichts mehr. Schade eigentlich. So, gucken wir nochmal hier. Dann müssen wir eigentlich soweit alles haben, ne? Hier oben. Zumindest. Oh, Alter. Immer diese Mikro-Ruckler hier, Alter. Immer diese Flash-Games. Die flashen immer so extrem. Nee, komm, lass mal.
Lass mal stecken, ich mache lieber das hier. Dankeschön. Ja, siehst du, ab jetzt nehme ich die Sprünge größer. Genau. So war das nämlich. Wer war denn das jetzt hier eigentlich? Anlag. Aphrodite. Ach, die alte. Nö, ich gebe trotzdem erstmal auf den hier. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Oh, gleich kommt Frostleaf, Alter. Nice. Finde ich korrekt. Finde ich echt korrekt. Das ist schon wieder nur eine Heroes-Wahl, Alter. Gott, ey. Bis zur ersten Transaction ist es halt immer so abartig wenig, was man da bekommt. Ah ja. Ich lasse mal kurz ein bisschen durchlaufen und mach mal kurz das Fenster zu. Bei mir. So, da ist es gerade schon kalt. Ah, tatscha. Oh, schöner Mond. Ich mag es immer so schön, wenn man den Mond so komplett sieht. Keine Ahnung, ob es jetzt Vollmond ist. Sah zumindest fast so aus. Schon wieder nur eine? Dann machen wir nicht, was ist hier los? Bitte da. So, danke. Danke. 26, ja klar, danke. Arschloch. Ein Kaffee dich. Erstmal was trinken. Geht doch, wo ist jetzt Aphrodite? Ah, aber jetzt gibt es zwei Hirosholz. Sehr schön. Ich dachte schon, es steigt gar nicht mehr an hier. Aphrodite, du musst auf Level. Okay. Nee. Hä? Doch, das ist genau das hier. Ja gut, du kannst ja so machen. Wer war das hier? Shinobi. Du alter Ficker, du. Was ist los mit dir, du? Ja gut, bringt das hier nicht, den zurückzusetzen. Da machen wir lieber was anderes. Zum Beispiel machen wir... ach komm, dich hier. Hä? Oh, muss ich jetzt noch kaufen. So. Schön Gold hier, richtiger Goldwegen. Oh mein Gott, wir können... Oh mein Gott. Es geht los. Yay. Ah, damit ist der Weg bis eben 170 frei. Nice. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht hier. So. Genau. Da kommt noch was. 25. Können wir uns nicht leisten. Was ist hier eigentlich los? Danke. So, hier oben haben wir jetzt alles. Sehr schön. Der Film ist noch hier 25 Level. Ach, komm weg hier. Danke. Und damit haben wir alles soweit abgeschlossen. Ab jetzt übernimmt Frostleaf das Feld. Warte mal ganz kurz. Ich mach mal. Ja, komm hier. Money Cash. So. Damit ist Frosty schon auch fertig. Alles, was jetzt noch kommt, kann die Hand machen. Sehr schön. Gut, dann kommt jetzt quasi nochmal alle Skills. Perfekt. Boom, Alter. Gut, die Hälfte davon hätte auch ausgereicht. oh, wir haben Söldner. Ja, da muss ich noch was erzählen. Ich habe mal wieder geschafft. Also, das Spiel eigentlich. Wie gesagt, ich habe erzählt, ne, ich hatte ja vor der Aufnahme hier, hatte ich schon wieder privat ein bisschen gespielt, ne?
bei der ersten Ascension hatte ich ja keine, weil man bekommt die erst nach der ersten Ascension. Das heißt, ich hatte quasi in der zweiten Ascension. Da habe ich dann quasi den ersten, ne, der man hatte am Anfang nur einen. Das heißt, in der letzten Ascension, vor der ersten Transcension, war der eine, den ich hatte, quasi arbeiten und habe noch einen zweiten geholt. Und wo ich dann mit den Transcenten fertig war, hatte ich dann zwei. Und die beiden hat sich dann wieder losgeschickt, neue holen und beide sind krepiert. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich komplett ohne Viecher da stand. Weil mir einfach, ich hatte gerade mal zwei Stück. Ja? Ich war am Anfang, ich war gerade in der dritten Ascension, ja. Und mir sind einfach beide verreckt. Und zwar nahezu gleichzeitig. Ich habe reingeguckt, da war nichts. Das sah so aus wie jetzt. Ne? Da habe ich danach in einer kurzen Zeit wieder reingeguckt, da hatte ich hier so ein Ausrufezeichen wieder gehabt. Und da waren beide tot. Danke dafür, liebes Spiel. Ja. Zum Glück war es so eine Test-Session. Fand ich sehr amüsant. Tatsächlich. Sehr amüsant. Also eigentlich nicht, aber also irgendwie schon, doch, eigentlich schon. So, wir haben unsere ersten Guilds haben wir tatsächlich sogar schon. Oh, mal. Ja, natürlich nicht Frostleaf, schade eigentlich. Alter, gerade mal 11 ist Dinger hier. Ist ja gar nichts. Was denn der los? Na gut, ich bin doch gerade mal 160. Ich hätte mal jetzt meine ganzen Skills einsetzen sollen, ne? Aber jetzt wird es halt relativ langsam, weil wir jetzt halt in der Schwebe sind, ne? Bis Level 200 wird jetzt knirschen. Aber soll's. So. Ja, nee, genau. Jetzt haben wir soweit schon mal alles. Ach, ich wünschte, wir würden ja doch ein bisschen mehr bekommen, ne? 11 Stück ist jetzt echt nicht die Welt. Echt nicht. Das geht mir wirklich besser. Na, bei 160er bekommen wir gar keine. Ha. Das ist doch nicht so geil, du. Wie sieht's hier aus? Kann man hiervon irgendwas machen? Nee, 2 Stunden erst. Ja, der hier hat sogar noch länger. Ach nee, auch 2,43. Oh ja, okay, da kann man. Okay. Da kann man also beide nur einmal pro Tag machen. Da muss ich mich da hinten letztens falsch verguckt haben. Klar. Verguckt haben. So. Yay! Woo! Naja. Ist noch ein bisschen hin. Da fehlen noch 140 Ebenen. Mal gucken, ob wir es jetzt wirklich bei der zweiten Ascension schon schaffen, direkt mit Level 300 zu kommen. Wird schwer. Aber wer weiß. Oder hatte ich doch 3 Ascension gehabt? Ich glaube, kann sein, dass ich 3 Ascension hatte. Weil ich weiß noch, ich kam einmal, und das war noch vor der Transcension, da hatte ich hier über 100 Hero Souls. Und bei der ersten Ascension kam ich garantiert nicht bis auf 100 Hero Souls. Das heißt, das muss in der zweiten Ascension gewesen sein. Naja, und dann logischerweise, ne, heißt es, dass erst die dritte Ascension, die dann die Transcension war. Dann hatte ich also doch 3 Ascension gehabt, scheinbar. Tja, kann ich nicht mehr nachgucken, keine Ahnung. Den Spielstand gibt's ja nicht mehr. Ich dachte, ich jetzt noch 2 Ascension. Na egal, trotzdem, Challenge accepted. Wir probieren trotzdem, direkt in der zweiten Ascension bis Level 300 zu kommen. Aber wenn wir jetzt schon Level 160 sind, dann müsste es doch eigentlich machbar sein, in der nächsten Ascension bis 300 zu kommen.
Ich könnte schwören, ich habe nur 2 Ascension gebraucht dafür. Gott. Der ist verrückt. Apropos verrückt. Bis zur nächsten Folge. Nein, das da.